Willkommen zurück in Lillehammer, wo wir heute die Olympischen Spiele im Skak abschießen, beziehungsweise wie heißen die Bullimonger abschießen veranstalten werden. Eventuell kriegen wir ja da Gold, naja, bei unserer Leistung wahrscheinlich eher Platin oder so. Oder gar nichts. Ja, mit dabei wieder der gute Seppo, der wahrscheinlich hier gleich reinschnitzelt. Hallöchen, ich bin auch noch da. So, ja, in dieser Folge, da hinten gibt es gleich einen Boss, deswegen schauen wir uns da noch ein bisschen um. Unser Questziel ist es ja, eine Symbiose aus einem Zwerg und einem, weiß ich nicht, was zu töten. Wenn man sich die Quest durchliest. Quest durchlesen? Nee. Ja, sehr. Das ist viel zu viel Story. Ja, das erinnert mich so ein bisschen an den Begleiter in Ni no Kuni. Oh. Oh, du stirbst. Ja, ist kein Problem. Ich kann einen killen. Warte, nicht den, nicht den killen. Okay. Und danach kann ich gleich meinen Skill benutzen. Oh. Ja, mach mal. Aber ich bin sofort wieder gestorben. Keine Ahnung warum. Ja, wahrscheinlich nicht, weil du voll HP nicht hattest oder so. Kriegst du den Tod? Ja, ja. Ich hab schon. Macht er einen tot, so, bitte. Bist jetzt wieder ganz normal, ja? Ja, ich habe nicht so viel. Das ist halt das Problem noch. Also es mag vielleicht aussehen, als ob ich der Scrub Nummer 1 bin. Ich hab halt was er auch ist. Ja, genau. Du hast am Anfang schon gesagt, du bist der Shooter-Gott. Also eigentlich überhaupt nicht, aber naja. Das liegt eine primatenartige Intelligenz nahe. Das ist es. Ich nenne sie Prima Biester. Ach ja, wir haben hier noch eine Nebenquest, die wir machen können. Wir müssen jetzt Bullymonks mit Granaten hochjagen. Ich mach mal. Ja, mach mal. Ja, ich wollte dich auch gerade nicht unterbrechen, als du eine Exkursion darüber halten wolltest, dass der Schar ja schuld ist und nicht du. Ja, meine Granatenschaden hat nicht gereicht. Werf mal nochmal Granaten auf die da hinten. Ja, da. Ich glaube, wir müssen. Ah, okay, gut. Wir haben ja jetzt hier so eine Nebenquest. Ich hab's immer. Okay. Ja, ja, deswegen. Danke. Ich hab ihn ja extra nur geschwächt. Fotzi-Viecher. Müssen wir noch welche mit Granaten killen? Nee. Alter! Ich mach mal ganz kurz hier mal bitte Claptrap. Ja, wir müssen jetzt die Steine von den Dingern abschießen, wenn die welche werfen. Schieße Fotzi-Viecher Projektile ab. Ach du Scheiße, mein Deathstrap pullt da irgendwas. Ach nee, der macht oben einfach mal wieder die Klamotten kaputt. Hier die Vögel. Guck mal, ob hier noch weitere Bullymonks sind. Oder Fotzi-Viecher, wie er sie gerade nennt. Dann können wir das ja noch machen. Ist ja quasi, wie gesagt, eine Nebenquest, den wir ja dann nicht extra dediziert machen müssen, sondern hier gleich miterledigen können. Uah, ich falle hier gleich ins Wasser. Ich schau mal dahinter, ob da noch irgendwas ist. Also, du kannst mir nicht erzählen, dass man hier so weit hinterlaufen kann, wenn hier gar nichts ist. Naja gut, irgendwas wird da wahrscheinlich sein. Ja, weitere Fotzi-Viecher erstmal. Ja, da oben kommen sie doch schon aus ihren Fotzi-Löchern. Oder heißen die tatsächlich Fotzenlöcher? Ich weiß es nicht. Lassen wir das. Ja, lassen wir das lieber mal, sonst wird es hier noch FSK 18 gleich. Naja, das Spiel grundsätzlich ist es ja schon, also von daher. Ach so, ja gut, warte, lass mich den killen. Damit ich mein Leben zurückbekomme. Ich habe noch 4 HP. Ich hatte 4 HP. Den muss ich jetzt mal ganz kurz bitte. Ich muss nachladen. Und dann kann ich hier Captain Fotzi, Mann. Alter! Ich habe den extra nicht gekillt, damit du hier und so. Ja, danke schön. Ist unglaublich, wie viel Schaden die mit ihren komischen Steinchen machen. Ich sag mal so, später werde ich mir eben den Skill reinmachen, dass ich. Ach so, dass ich mich. Ah, ich glaube. Da hinten, wenn wir runterspringen, wäre nicht so gut. Was? Wo? Ich glaube, da hinten ist so ein Shortcut zurück. Aber hier sind ja noch mehr. Also, ich glaube, wenn wir hier runterspringen, kommen wir nicht mehr hoch. Kannst du da andere Quest-Ding mal anmachen, was wir jetzt hier eigentlich machen? Weil die Quest sagt ja, gib dich zurück nach Blackburn Cove. Warte mal, das Namensspielchen, das müsste das hier sein. Ah, okay. Schieß Fotzi-Viecher Projektile ab. Oh Mann. Mein Dings ist bereit. Ich mach mal mein Dings. Captain Deathstrap. Ja, achso, hier, Projektile abschießen. Ja, ja. Wenn die mal nochmal werfen. Alter, jetzt schmeißen die da oben hin. Ach, zum Deathstrap schmeißen die. Ach ja, verstehe. Das hat aber alles noch nicht gezählt. Das ist nicht so einfach. Ja, augenscheinlich habe ich die gerade abgeschossen. Da ist ein dickes Projektil-Ding. Hallo? Ja, es passiert hier irgendwie nichts, ne? Jetzt werfen sie wieder nicht. Ja, dein Deathtrap holt sich hier die ganze Agro.
Die werfen irgendwie nicht. Hier ist HP, wenn du willst. Ja, gerne. Wo? Hier. Hast du schon genommen. Achso, ja. Das macht er ja dann automatisch. Hallo, werf doch mal. Ja, aber wie du siehst, der Strap hält doch irgendwas aus, ne? Mann, voll daneben geholzt. Alter Schwede. Ah, eins. Oh. Ja, ja, der Dings, Deathstrap, Alter, ist tot, ich bin tot. Ich helf mal nach. Ich empfinde eine tiefe, dunkle Wärme. Tut mir leid. Es gibt kein Barbecue, bis ich sage, Alter. Es gibt Barbecue. Ich bin immer noch tot. Ja, ich musste gerade mich hier retten. Unglaublich, ey, das wirft den dicksten Stein und man trifft ihn nicht. Meine Muckis ab, Muckis. Toll, der Typ stirbt, bevor ich so einen blöden Stein treffe. Ja, ich muss nachladen. Okay, einen noch. Nee, haben wir nicht. Ich habe zwei auf einmal erwischt. Drei Stunden keinen und dann zwei auf einmal. Warte, vielleicht gibt's noch mehr. Hol mich doch der Teufel, weißt du was? Ständerfurz! Genau, wir nennen sie Ständerfurz. Ja, Ständerfurz, natürlich. Natürlich. Mir ist es egal. Da hinten sieht's doch sehr nach quasi Secret aus oder so. Hier, diese Leuchtturm-Dings, ja. Kommt man da rum? Ne, da ist aber hinter nix. Türen hat das Ding auch nicht. Hm, ich guck mal nochmal hier hin. Ah, das sieht hier auch so aus, als ob hier nur der Tod wäre. Du bist schon am Stöhnen. Na klar, für dich doch immer. So! Oh Mann. Also Gake sieht ja nicht allzu hässlich aus, eher das Gegenteil. Hm, hab ja auch mein Schulmädchen-Outfit an. Aber ja, darauf stehe ich natürlich. So, wir können natürlich jetzt noch dahinter gucken. Warte mal, geht das hier eigentlich noch ewig weiter? Ich glaube, das geht hier noch ewig weiter. Lass mal einfach die Quest machen. Was hältst du davon? Was sagt die Quest denn? Oder ja, lass erstmal gucken, ob es hier tatsächlich noch ewig weitergeht. Hier sind irgendwelche komischen Viecher, die lasse ich mal ganz kurz von meinem... Wir sollen noch weitere 5 Ständerfürze töten. Sagt die Quest erstmal. Was waren jetzt Ständerwürze? Die gleichen Typen, die wir davor auch getötet haben. Achso. Der Witz ist, dass er die immer anders nennt, falls du es noch nicht verstanden hast. Geht's hier noch ewig weiter oder ist es jetzt hier tatsächlich mal das Ende? Also man sieht halt noch. Da unten ist ein Safe-Punkt, glaube ich, ne? Gehen wir mal dahin. Also wir hätten vielleicht einfach erst den Boss machen sollen und dann hierher kommen oder so. Wobei die Frage halt ist, ob wir später für eine Quest hierher müssen. Naja, egal. Vielleicht finden wir jetzt hier was ganz Tolles oder so. Ich dachte gerade, hinter dir ist ein riesen Moped, Mann. Dann ist es einfach nur dein Klettblock gewesen. Alter Schwede. Ja, der ist tatsächlich irgendwie ein bisschen groß geraten. Oh Gott, ich stecke hier, glaube ich, fest. Ich habe hier... Ja, danke, Claptrap. Deathtrap. Der schießt die einfach weg mit seinem komischen Blitz-Ray. Super edel. Das ist echt nicht schlecht. Oh, er ist tot. Also nicht tot, sondern despawned. Jetzt müssen wir die restlichen Mopeds hier, die restlichen Batmans mal selbst erledigen. Ich denke, man kann da rüberspringen. Wollen wir das versuchen? Ja, aber mach doch erstmal die Viecher tot. Sonst kriegst du noch im Fluch irgendwie einen Knockback oder so. Ja, ich spring jetzt einfach mal. Und? Geronimo! Geht. Yeah! Okay. Oh geil, ich habe ein Level Up dafür bekommen, dass ich hier rüber gehüpft bin. Okay, ja, mir fehlt noch ein Millimeter. Also wahrscheinlich hier jetzt habe ich ein Level Up. Ein so ein Vogel. Ja, ich mache dann das weiter hier in Steak rein. Was, in Steak? Ja. Medium das, bitte. Mit Kräuterbutter. Das Steak sorgt dafür, dass ich mehr HP habe. Oh, ich kann ja noch einen Punkt verteilen. Alter, Entschuldigung, ich habe hier schon wieder Captain... Alter, Skagmann gepult. Nicht Skagmann. Ja. Ausgewachsener Ständerfurz. Ja. Ich mach mal, mal Melee. Da hinten. Alter Schwede. Einfach alles schnetzeln. Ich mag den Char so gerne, ich freue mich so sehr. Kommt her, ihr werdet alle sterben. Blöd ist halt nur, dass ich nur Melee habe, während ich in meinem Special bin, weil ja, mach teilweise... Ja, mach du mal den letzten Ständerfurz, ich pack mal ganz kurz ein Ding in mein Skilltree, hab Level Up und so. Ja, hab ich schon gemacht. Achso. Der Multitasking-Mann wieder. Da hinten ist unser Quest eigentlich. Ich kann sie nicht Ständerfurz nennen. Oh,
vielleicht war Bullimong doch nicht so schlecht. Komm wieder zurück. Ach, dann hätten wir jetzt die Quest gemacht. Ist eigentlich ganz okay, da mussten wir wenigstens nicht nach dem Bullimong suchen oder so. Also dann hatten wir die hier gleich alle auf einem Fleck. Ist ganz edel eigentlich, so. Links kommen noch welche. Ja, ich töte die. Nicht bereit. Oh, ich bin fast tot. Ich bin tot. Ja, ich schieße mal mit drauf. Ja, okay, du hast ihn ja schon weggeholzt mit deiner Schrotbumme. Ja. Achso, und ist jetzt eigentlich eine Granate gefallen, als ich gestorben bin? Das habe ich nicht gesehen. Also, ich würde jetzt sagen nein, aber ich kann es natürlich nicht beschwören. Ja, ich habe auch nichts gesehen. So, das dann sind wir hier fertig, wa? Ja. Da hinten ist noch, irgendwas. Vielleicht ist er da. Ein Secret! Ja, oder vielleicht stürze ich einfach gleich in den Tod. Schauen wir einfach mal, was es da so gibt. Oh Gott, das ist wieder so ein Leuchtturm-Silo-Bunker. Ich werde da mal rüberhüpfen. Geht. Ja, und? Aber ob hier irgendwas ist? Ich deute das als nein. Hm. Keine Ahnung. Was wir versuchen können. Warte mal, da unten. Was? Da unten. Ist da was? Hm, ich sehe nur Eisschollen. Nee, keine Ahnung. Ich glaube, hier ist einfach nichts mehr. Huch. Wir könnten versuchen, da rüber zu gehen, aber das wäre wahrscheinlich unser Tod, also hier über... Nee, ich glaube nicht, dass das so wirklich funktioniert. Wir müssen wahrscheinlich außenrum zurück. Ja, lass mich mal kurz gucken. Ja, da habe ich schon... Nee, wir müssen da nicht außenrum zurück. Komm mit, das geht. Wie das geht? Willst du da unten über die Eisschollen hüpfen? Ja. Ach du Kacke. Das geht locker. Siehst du, hier so, über die da. Bist du tot? Nee, es geht tatsächlich. Das geht locker. Bist du tot? Ich hätte gar nicht gedacht, dass es klappt. Ja, deswegen habe ich dich ja vorgeschickt. Natürlich. Oh Gott. Ja, hier, du kannst schwimmen. Kurze Zeit zumindest. Ja, jetzt musst du nur warten, bis dein Schild am besten wieder voll ist. Dann müssen wir jetzt hier nicht 20 Minuten zurücklaufen. Ja, ich glaube, es könnte sein, dass ich es nicht überlebe. Ich habe mein Aktiv-Skill gezündet, damit ich jetzt nicht so viel Schaden verliere. Ja, gut, wie gesagt, mit ein paar Jump-Einlagen geht das. Ich mach mal wieder den anderen Quest an. Warte mal, was hatten wir denn hier? Ach, das hier. Begib dich nach Blackburn Cove, das ist da oben, oder was? Das ist rechts jetzt hier, genau. Achso, ich zieh mal den Hebel. Mach doch mal. Uah, jetzt wäre ich ja fast runtergefallen. So, Blackburn Cove. Ja, ich brauche mal ein bisschen HP, bevor wir hier einen Fight starten werden. Okay, kann man wieder mal für 5 Euro durchkuckern. Ah, sehr hübsch da drüben. Mhm. Ich glaube, das zeigt uns dieses Gebiet da. Also das ist quasi so ein Semi-Secret-Gebiet dort hinten. So, ich habe hier mal die Brücke gebrückt. Ich habe echt ein bisschen Bammel hier vor. Da vorne sind schon die ersten Gegner. Killer Marauder, Level 8. Ja, ich mach mal Deathtrap Action. Ich mach mal Sniper. Ja, die schießen, Alter, so schnell das Schild weg. Moment, ich muss mal... Achso, die andere Waffe habe ich ja hier noch. Ne, die will ich nicht, ich will die haben. Mal gucken, wie... Die Gegner haben kein Schild, aber der Boss ist, denke ich, Armored. Was sagt denn die Zeit? Captain Zeitwache. Ja, was heißt Captain Zeitwache? Den Boss können wir, glaube ich, noch machen. Nein, jetzt habe ich ihn nachgeladen. Ach, Mann, ey. Ach, das habe ich übrigens geguckt. Ich kann die Tastatur nicht, also die Belegung vom Gamepad nicht ändern, weil Benutzen und Nachladen immer gleich ist. Also ich kann die Benutzen Nachladen auf eine andere Taste legen, aber Benutzen und Nachladen ist immer zusammen. Also das kann ich nicht ändern auf dem Pad. Spiel doch mit Maus und Tastatur. Ach, nee, das ist dann... Das hat eine tolle Arbeit. Nein, ich bin nicht tot. Warum? Weil du bei mir nicht angezeigt wirst. Verbindung unterbrochen. Oh. Ja, gut, dann würde ich sagen, beenden wir den Part hier doch mal. Beim nächsten Mal gibt's dann den Boss. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich sage tschüss. Und bis dahin.